The rules, as I said, are already in place. So there is no doubt. And if someone is saying that we don't have rules, then it's a lie, because we have rules. We had rules. We made stricter rules this year, and we will stricter rules next year. Das sagt Markus Kollaris von der IFSC. Dr. Volker Schöffel, der von der Medical Commission zurückgetreten ist, hält klar dagegen. Also das System funktioniert nicht ohne Sanktionen und ohne richtige Maßnahmen, und die will die IFSC einfach nicht umsetzen. Regeln ohne Konsequenzen sind zahnlose Tiger, sagt Schöffel. Lange hörte man in der Diskussion rund um RED, S- und S-Störungen nur die Seite der IFSC. Kritiker, nun meldet sich endlich der Verband zu Wort. Wir konnten ein ausführliches Interview mit Marco Scolaris führen. Die heutige Sendung, die hat es in sich. Es wird sicherlich sehr spannend, das können wir euch versprechen. Ja, und neben diesem Hauptthema haben wir auch noch eine Verlosung für euch, wie immer. Sogar zwei Verlosungen heute, Remo, aber zuerst kommen wie immer die Kurznews. Die heutige Sendung wird präsentiert von Bächli Bergsport und Pezzi. Ende Mai kletterte Anton Schröter innerhalb eines Tages 12 schwierige Klettertouren, allesamt sogenannte Meisterwege, in der sächsischen Schweiz Free Solo. Sein waghalsiges Unterfangen verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Kletterszene und ließ selbst gestandene und risikoaffine Sachsen wie Bernd Arnold oder Robert Leistner leer schlucken. Die Vorarlberger Freeriderin und Bergführerin Nadine Wallner hat als erste Frau den Vertical Jungfrau Marathon als Eintagestour bezwungen. Zusammen mit Simon Wali schaffte sie die wenig begangene Kombination aus zwei Felsrouten mit 23 Seillängen bis 7a und einer ernstzunehmenden Hochtour mit Gratkletterei bis zum Gipfel der 4.158 Meter hohen Jungfrau in 16 Stunden und 20 Minuten. Der Friburger Alpinist Gabriel Jungo bestieg innerhalb von 44 Tagen sämtliche 48 Viertausender, die offiziell auf Schweizer Boden stehen. Die Strecke zwischen den einzelnen Gipfeln legt er zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurück. Sein Abenteuer bei Fair Means startete am 29. Juni am Piz Bernina und endete am 11. August am Schreckhorn im Berner Oberland. Nur einen Tag später ging der wichtigste Kletterevent des Jahres zu Ende, die Weltmeisterschaft in Bern. Im Bouldern sicherten sich Michael Mavem und Janja Garnbret Gold. In der Einzeldisziplin Lead übernahmen Jakob Schubert und Aimori das Zepter. Im Hinblick auf Paris 2024 interessierte vor allem das kombinierte Format. Bei den Frauen sicherten sich Janja Garnbret, Jessica Pilz und Aimori mit ihren Podestplätzen das Olympiaticket. Bei den Herren durften sich Jakob Schubert, Colin Duffy und Tomoa Narasaki über eine Medaille sowie die Olympia-Qualifikation freuen. Remo, du warst ja bei der World Championships in Bern und wahrscheinlich in der VIP-Klasse, oder? Erzähl doch mal, wie war's? Leider nicht VIP. Wir waren der Medienholz-Klasse zugeteilt, also nicht ganz so feudal. Aber es war eigentlich egal, weil die Stimmung war mega gut. Wir haben sehr viele Athletinnen und Athleten getroffen, gute Interviews geführt, unter anderem ja mit dem IFSC-Präsidenten Marco Scolaris. Das war super spannend. Ja, das bringt uns direkt zu unserem Fokusthema, nämlich dem Thema Red S und S-Störungen im Klettersport. Und worum es dabei geht, haben wir für euch in einem Einspieler zusammengefasst. Klettern hat ein Problem. Mit diesen Worten meldete sich Dr. Volker Schöffel auf Instagram zu Wort und verkündet mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt von der Medical Commission der IFSC, also des Internationalen Kletterfachverbandes, Anfang Juli. Er prangert die Untätigkeit der IFSC an, die nach 10 Jahren intensiver Messungen und Studien nicht die von der Medical Commission geforderten Maßnahmen ergreift. Auch Olympiasiegerin Janja Garnbret fragt auf Social Media: Wollen wir eine weitere Generation von Skeletten großziehen? Lasst uns nicht wegschauen. Sie sagt, dass es ihr das Herz bricht, so viele Fälle in der Kletterszene zu sehen. Die Weltcup-Athletin Alena Yip postete: Klettern hat ein kulturelles und systematisches Gewichtsproblem. Sie nennt es ein schmutziges, offenes Geheimnis, von dem alle wissen, aber kaum jemand etwas dagegen unternimmt. Sie fordert die IFSC dazu auf, alle lizenzierten Athletinnen und Athleten einem Red-S-Screening zu unterziehen. Bei der Weltmeisterschaft in Bern wurde vor der Bühne ein Banner ausgerollt mit der Aufschrift «Take Red-S seriously». Die Kritik am Internationalen Kletterverband wurde mittlerweile auch von klassischen Medien aufgenommen. Zeit Online titelt «Hungern, bis die Periode ausbleibt. Essstörungen im Klettern». Jetzt meldet sich die IFSC endlich zu Wort. Was sagt sie zu der Kritik? Das Thema Essstörungen ist seit ein paar Monaten omnipräsent, muss man sagen. Aber eigentlich neu ist es nicht, oder? Nein, eigentlich nicht. Und das hat mir auch Dr. Volker Schöffel im Gespräch gesagt. Er ist Unfallchirurg und Orthopäde und er ist auch Verbandsarzt der deutschen Nationalmannschaft. Dass wir ein Gewichtsproblem haben, ist auch nicht neu. Seit 25 Jahren betreue ich den Kader. Seit dieser Zeit habe ich immer wieder anorektische und magersüchtige Athleten. Wir sehen jetzt allerdings eine deutliche Zunahme, seitdem Klettern olympisch geworden ist.
und es muss was passieren, was die IFSC nicht macht. Die Fachwelt, die spricht im Zusammenhang mit Red S von einem relativen Energiedefizitsyndrom im Sport. Und diesen Begriff Red S, den verwendet auch das IOC, oder? Ja, genau, Remo. Also Red S bedeutet, dass man zu dem, im Verhältnis zu dem, was man sportlich leistet und was man sonst so an Energie verbraucht, eben zu wenig Energie zu sich nimmt. Und Red S bezeichnet nicht nur diese Mangelernährung, sondern eben auch diesen ganzen Komplex drumherum, also die Begleiterscheinungen und die Folgeprobleme. Es kommt zum Beispiel zum Rückgang der Knochendichte, was dann später zu Osteoporose führen kann, oder eben zum Ausbleiben der Regelblutung. Es kommt auch zu psychischen Störungen und alle möglichen weiteren Konsequenzen. Und eben ein Aspekt des Red S ist, dass man eben in eine Magersucht rutschen kann. Und bei dieser Magersucht, das klingt jetzt so, ja, dann haben wir Magersucht, aber da auch wieder, das hat dann mega Konsequenzen in sich, oder? Das ist viel komplexer eigentlich. Ja, das muss man ganz klar sagen. Magersucht ist eben eine schwere psychische Erkrankung. Und der Begriff Sucht steckt ja da schon drin in dem Wort, oder? Und das bedeutet eben, dass die Leute Angst davor haben, zu dick zu sein oder zu dick zu werden. Sie haben dann zum Teil auch ein verzerrtes Bild von sich selber, eine verzerrte Wahrnehmung von ihrem Körper. Und die Folgen davon, die können ziemlich gravierend sein. The worst, unfortunately, it's quite bad, because eating disorders it has the highest mortality rate in all mental health disorders. When it's severe, when it's extremely severe, the intake is so low that the muscle of the heart can pump any more blood, and they just sometimes die by not waking up. Mit Hungern kann man also kurzfristig die Leistung steigern und man kann das auch eine Weile durchhalten, aber man hat dann später mit schlimmen Folgeerscheinungen zu kämpfen. You might get along maybe half a year, 1 year, I think maximally 2 years with so small intake, low energy availability, how it's called, no? So small intake and still perform. But at some point it will backfire. It will backfire and you will not be able to concentrate to train anymore. You will not be able physically to do also the moves. Jetzt war ich ja gerade an der WM in Bern und da kämpfte die Wettkampf-Elite um Medaillen und Olympiatickets, ging also um ganz viel. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, so als Laie, sage ich mal, den einen oder anderen Fall, ja, das sieht nicht mehr so ganz gesund aus. Wie viele Wettkampfathletinnen und Athleten sind denn betroffen von Essstörungen? Hast du da irgendwas herausgefunden? Ja, anhand des Aussehens kann und darf man natürlich kein Urteil fällen, oder? Aber die offiziellen Daten der Athletinnen und Athleten sind gleichzeitig auch vom Arztgeheimnis geschützt. Da konnten wir also auch nichts rausfinden. Aber man kann sich natürlich die Studien anschauen, die gemacht wurden. Und da wurden zum Beispiel alle weiblichen Athletinnen angeschrieben und gebeten, einen Fragebogen auszufüllen. Und anhand von diesem Fragebogen haben 13% gesagt, dass sie keine Monatsblutung mehr haben. Und fast 16% haben von sich selber gesagt, dass sie mit einer Essstörung kämpfen. Und das mit den 13% klingt jetzt vielleicht nicht viel, aber im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung ist es natürlich enorm viel. Und man weiß auch aus anderen gewichtsabhängigen Sportarten, dass es da eine große Dunkelziffer gibt. Da gibt es andere Studien, wo gesagt wird, dass bis zu 40% von beiden Geschlechtern betroffen sind. Ja, das sind alarmierende Zahlen, die du da erwähnt hast, Alexandra. Nun haben wir ja mit der IFSC gesprochen, genau gesagt mit dem Präsidenten Markus Kolaris, und haben ihn gefragt, was denn er sagt. Wie gesund sind unsere Athletinnen und Athleten? According to the information we have, they are all healthy, because as I said, especially those who are under the BMI limit, because the only element we are using at the moment, we receive all the documentation that the medical commission decided to have from their medical doctors. So again, this is a reality. We cannot say, oh, the BMI is X and cannot be that the person is healthy. This is bullshit, really bullshit. Gemäß aktuellen Informationen, die der IFSC vorlegen, sind alle gesund, sagt Markus Kolaris. Ganz anders klingt es von Seiten der Athletinnen und Athleten, wie zum Beispiel von der Weltcup-Teilnehmerin Sofia Yokoyama. I think everyone's affected, whether they know it or not. Like, I think everyone's gone through it, either one way or another. For a short or long term, but I think it's something everyone thinks about. Es gibt also Messungen, Untersuchungen, es gibt Meinungen, die rumschwirren.
aber irgendwie alle sagen was anderes. Die einen sagen, es ist mega schlimm, was da passiert und die Situation, die anderen sagen, es ist gar nicht so tragisch. Warum gibt es so eine Diskrepanz? Ja, Remo, das habe ich Dr. Volker Schöffel auch gefragt und er erklärt die Problematik eben einfach in den derzeitigen Regeln, die es gibt. Von der Medizinischen Kommission international ausgehend haben wir so ein doppeltes System ja etabliert. Das heißt, wir screenen mit Body Mass Index und Massenindex und dann fordern wir die medizinischen Befunde an. Erst aufgrund derer kann man dann einstufen, ist der Athlet gefährdet oder nicht. Und die Gefährdeten wurden halt dem nationalen Verband gegenüber angezeigt. Wir möchten das doch bitte national lösen und angehen. Das Problem ist natürlich, wenn da national nichts weiter erfolgt, weil man eben den Athleten oder die Athletin starten lassen will, weil sie Medaillenchancen hat für das Land, dann ist das ganze System letztendlich sinnlos. Das ist ja rein freiwillig. Im Prinzip ist es wie beim Doping. Solange du keine Verbote und Sanktionen aussprichst, wird es weiterhin als Möglichkeit verwendet werden, um die Leistung zu steigern. Genau, und schlussendlich geht es ja irgendwie bei all den Regeln auch darum, die ehrgeizigen Leute vor sich selbst zu schützen, oder? Ja, eben auch. Und das Schwierige daran ist, dass man eben die Langzeitfolgen, die du vielleicht in 10, 20 Jahren bekommen kannst, wie Osteoporose oder Ermüdungsbrüche, dass du das in dem Moment noch gar nicht so auf dem Schirm hast, wo du eben für Medaillen und für Podiumsplätze kämpfst. Und die Verantwortung kann auch nicht nur auf die Athletinnen und Athleten abgeschoben werden, sagt der DAV-Trainer Sagi Damti. It's hard for me to say that the responsibility in the end of the day will be on the athlete, because it's kind of ignoring the amount of pressure we are putting on them to perform. Zusammengefasst kann man sagen, ohne Regeln und Verbote, Sanktionen, da ändert sich einfach nichts. Wir machen jetzt eine kurze Pause, danach geht es weiter mit einem weiteren Aspekt dieses Themas. Der Kletterschuh Fusion aus dem Hause Recilli wurde komplett überarbeitet. Er hat nun mehr Downturn und ist im vorderen Teil etwas breiter geschnitten. Neu ist auch das innovative Verschlusssystem, das die Vorteile von Klettverschluss und Schnürung kombiniert und so eine schnelle Anpassung an den Fuß erlaubt. Die Leinen des Verschlusses sind stark beansprucht, weshalb sie aus abriebfestem Aramid gefertigt sind. Die Neoprenzunge in Kombination mit der Schnürung machen den Schuh zu einem komfortablen Performance-Schuh mit Allround-Charakter. Was will man da mehr? Ja, apropos Kletterprodukte, Remo, ich habe da hinter dir was ziemlich Auffälliges entdeckt, was da hängt. Genau, das sind die wohl buntesten Echsen, die es gibt, möchte ich mal behaupten. Das ist die Rainbow Edition von Australpin. Die haben sie dieses Jahr lanciert. Die Idee dahinter, Farbe bekennen, Regenbogen als Symbol der Hoffnung, weil wenn man so ein Set kauft, dann spendet Australpin 5 Euro an die Kinderkrebshilfe. Dasselbe machen sie auch beim Sicherungsgerät Fisch, dem Autotuber, der in Kombination mit dem Rondo verkauft wird. Also auch da, wenn man dieses Produkt kauft, dann gewinnt man doppelt, kann man fast behaupten. Man spendet via Australpin 5 Euro an die Kinderkrebshilfe und man fällt ordentlich auf im Klettergebiet. Mitmachen könnt ihr an der Verlosung und Informationen findet ihr auf La Crux. Den Link findet ihr in der Description zu diesem Video. Gehen wir mal ein bisschen weg vom Leistungssport. Wie verbreitet ist denn das Thema Essstörung, das Problem im Freizeitbereich? Es gibt eine Studie von 2019, bei der wurden 600 Kletternde befragt nach ihrem Essverhalten. Und dabei beantwortete die überwiegende Mehrheit Fragen wie: Ich fühle mich schuldig nach dem Essen oder meine Kletterleistung würde sich verbessern, wenn ich abnehme, mit Ja. Das erstaunt mich jetzt doch noch, dass so viele Leute sich dann irgendwie schuldig fühlen, wenn sie essen. Ja, mega erstaunt bin ich nicht, weil das Thema Ernährung und Diäten und Aussehen und Körperoptimierung ist ja in unserer Gesellschaft eigentlich total präsent. Und es zeigt aber auch, dass dieser Mythos immer noch herumschwirrt, dass man einfach nur durch Abnehmen bessere Kletterleistung erzielen kann. Weil für den Hobbysport stimmt das einfach nicht. Du kannst ja jetzt nicht, wenn du 6A kletterst, dann musst du halt trainieren und dann musst du klettern gehen, um besser zu werden. Du kannst nicht durch ein bisschen Abnehmen plötzlich 7C klettern. Bei den Profis hingegen, da ist natürlich, spielt sich das auf einem anderen Level ab, oder? Also da wird überall an jeder Schraube gedreht, um das Gewicht zu optimieren, oder? Ja klar, Ernährung ist ein wichtiger Baustein da, also ein Baustein von vielen. Aber Dr. Volker Schöffel hat zum Beispiel auch gesagt, dass eine Körpergewichtsreduktion um unter 6% eigentlich keine große Leistungssteigerung mehr bringt. In der ganzen Geschichte geht es ja auch immer um diese Medical Commission. Der Volker Schöffel und der Burcher, Eugen Burcher, die sind ja von ihrer führenden Funktion zurückgetreten und haben damit einen Stein ins Rollen gebracht. Aber was war denn eigentlich die
Lösung, der Lösungsvorschlag der beiden? Wir haben ja das fertige Konzept für den Weltverband vorliegen. Wir haben das mit den IOC Medical Commission Mitgliedern und weiteren externen Experten erarbeitet. Es gibt eben dieses System, man misst BMI und MI und wer auffällig ist, und da haben wir die Grenzen noch ein bisschen jetzt angehoben, wer auffällig ist, muss dann in eine medizinische Abklärung. Wie Volker Schöffel im Interview weiter ausführt, haben sie eine Art Ampelsystem vorgeschlagen. Wenn die Kommission alle Befunde hat, dann schaut sie die an und dann wird gesagt, grün heißt gesund, gelb ist leicht gefährdet, orange ist unter strenger Beobachtung und rot bedeutet, da ist eine manifeste Selbstgefährdung vorhanden, die Athletin, der Athlet muss geschützt werden und von den Wettkämpfen ausgeschlossen werden. Die IFSC hat also einen konkreten Lösungsvorschlag auf dem Tisch. Trotzdem scheint da nichts vorwärts zu gehen. Ja, genau. Das ist eigentlich die große Kritik, die jetzt im Internet rumschwirrt, in den Medien. Die Leute sagen, die IFSC tut einfach nichts oder es geht einfach nichts. Aber Scolaris, der hat da ganz eine andere Meinung. Der sagt, da ist ganz viel Bewegung in der Sache. We are in the process to assess the rules, clearly. We are waiting for this final document for the IOC. We have our policy, Red S policy, that we drafted by the Medical Commission, I think in May, June. So we need to align the two policies. Also, we need to see how we can make the screening, because the screening will be much more complicated. You know, now with BMI, you can do anytime, anywhere. But I think we will be ready to publish it very soon. Gemäß Marco Scolaris wird es also einen Red S Score geben, der gemessen wird. Und der wird dann auch eben Sanktionen geben, die ausgesprochen werden. Athletinnen und Athleten werden von den Wettkämpfen ausgeschlossen, wenn sie in den roten, ungesunden Bereich rutschen. Und die große Frage lautet jetzt natürlich, wann macht denn die IFSC Nägel mit Köpfen? Also meint sie das wirklich ernst? Denn das war ja einer der Gründe, warum Volker Schöffel und Eugen Burtscher zurückgetreten sind, weil eben immer alles hinausgezögert wurde und ihnen versprochen worden war, dass 2023 endlich verbindliche Regeln umgesetzt werden. Wann gibt es denn jetzt verbindliche Regeln? It's a matter of days. We will publish our policy, I think, September, late September, early October at the latest. So all federations will be able to prepare themselves for next year. They have 3 months this year and then 3 months when the season starts. I think they have sufficient time. Mm. Then, again, the serious federation, they all say that the best organized federation are already monitoring their athletes. So they know exactly what is happening. And the Red S is not something that is totally ignored. Das ist ja eine Ansage. Das würde ja bedeuten, dass Athletinnen und Athleten, die sich jetzt 2023 für Olympia qualifiziert haben, eventuell dann in Paris gar nicht antreten dürfen. Das zumindest hat der Marco Scolaris gesagt. Also diejenigen Athletinnen und Athleten, die diesen Score eben nicht erreichen, die werden ausgeschlossen, bis sie wieder back on track sind. They are excluded or suspended until they meet the requirement. What I mean is, okay, I'm 8. I say, Mr. Mrs., you have to be 10 in order to compete. Come back when you're 10. And then he or she comes back, is 10, 11, 12, and then he or she competes again. Ja, mit diesen Zahlen meint der Scolaris den Red S Score. Wer den dann aber schlussendlich messen soll und wer die ganzen Dokumente dann evaluieren soll in der IFSC, ist eben noch nicht klar, nachdem ja Dr. Butcher und Dr. Schöffel nicht mehr dabei sind. Wir bleiben für euch dran an dem Thema und schauen der IFSC auf die Finger. Etwas finde ich in der ganzen Debatte noch ein bisschen störend. Wir reden jetzt immer davon, aktiv zu werden, wenn jemand schon im roten Bereich ist. Aber eigentlich müsste man doch viel früher anfangen, oder? Ja klar, also Prävention ist natürlich immer viel besser als Sanktionen. Aber da muss man sagen, das hat die IFSC und die Medical Commission seit Jahren probiert. Sie haben Aufklärung betrieben und Prävention. Und gebracht hat es aber nicht viel. Nun stellt sich die Frage nach der Verantwortlichkeit. Oder wer steht in der Pflicht? Wir haben das Petra Klingler, Sagi Damti und Urs Stöcker gefragt. Es müsste ein Mix und Verteilung der Verantwortung sein, aber die Regelung, wie es für die internationalen Wettkämpfe sein sollte, die sollte von oben vom IFSC kommen. Above all of us, it's the national federations. That's for sure. National federation should take act. But the responsibility doesn't end with the National Federation. It has to come up to the IFSC. And they have to
create guidelines as a minimum for the national federations? Also aus meiner Sicht die Verantwortung klar beim internationalen Verband. Ich glaube, der internationale Verband muss Regeln aufstellen, sodass dass die Athleten geschützt werden. Puh, also wenigstens da sind sich mal alle einig. Das freut mich doch. Ja, alle Interviewten haben bestätigt, dass sie sich wünschen würden, dass die IFSC klare Guidelines vorgibt. Aber die Arbeit ist damit natürlich noch lange nicht getan. I don't have the illusion that this will be stopped only by the president, meaning the IFSC. But I'm aware that's really important. Laws are really important. But still, we need to continue the fight from all the fields. From small, from bottom to down, from top to down. Was meint ihr, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wird die IFSC 2024 verbindliche Regeln einführen, Tests durchführen und gefährdete Athletinnen und Athleten auch wirklich sperren? So langsam kommen wir schon zum Ende der heutigen Sendung. Wie angekündigt, haben wir aber noch einen weiteren Preis zu verlosen, Remo. Wir verlosen einen Friend von Wild Country, zur Verfügung gestellt von Bächli Bergsport. Um den zu gewinnen, müsst ihr den Kanal abonnieren und in die Kommentare schreiben, in welches Trail-Klettergebiet ihr fahren möchtet oder welche Trail-Route ihr in Angriff nehmt. In der letzten Sendung haben wir übrigens einen Rucksack verlost und auch einen User angeschrieben. Das war der Head-Zwerg oder die Head-Zwerg. Leider haben wir nichts gehört. Das ist jetzt eine letzte Chance. Falls du das hörst, schreib uns eine E-Mail an contest@lacroux.com, damit wir dir den Rucksack schicken können. Ich glaube, das wär's jetzt, Alex, oder? Ja, fast, Remo. Aber wir haben ja in Bern ein langes Interview geführt mit dem IFSC-Präsidenten Markus Golaris. Und wir haben euch jetzt ja nur einen Bruchteil gezeigt. Das ganze Interview stellen wir natürlich online und ihr werdet es bald auf diesem Kanal hier finden. Es lohnt sich also umso mehr, den Kanal zu abonnieren, damit ihr so ein Video wie das mit Scolaris, das ausführliche Interview, nicht verpasst. Falls euch die heutige Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns auf einen Daumen hoch. Herzlichen Dank.